So, Morgana ist natürlich eine meiner absoluten Spezialitäten. Du kannst sie allerdings relativ hart rannehmen, weil die spielt mit Ignite. Ja, okay, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Der Fire Touch ist so bad. So bad. Ja. Level 6. Woo! Jetzt haben wir das erste S. Was wir jetzt machen werden, ist also genau das, was wir gerade gemacht haben. Kaleb wird irgendwann warren gehen oder wir werden ein bisschen auch darüber reden, wo ist der Jungler. Und danach werden wir herausfinden, wo wir in der Lane gerade stehen wollen. Also links oder rechts. Man nennt das immer entweder in den Lanes von oben oder unten anspielen, ne? Je nachdem. Also deswegen sagt man nicht links und rechts. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Oh, du musst ihn ein bisschen fighten lassen. Er muss flashen. Aber wenn du den ein bisschen fighten lässt, ist er quasi gebaitet. Du musst, er denkt, es ist eine 1 gegen 1 Situation und er hat hier Backup. Aber sein Backup ist noch weit weg. Das heißt, du wartest ein bisschen und dann haust du rein. Ach, gib ihn dann mit. Der ist alleine. Ich hab Angst. Ja, warum? Weil seine Homies bestimmt noch in der Nähe sind. Ach, Homies. Das ist hier ein Wort. Genau da. Okay. Übrigens, auf dem PBE ist jetzt gekommen, dass man pingen kann, dass da gebordet ist. Ich weiß, voll gut. Übel gut, ja. Ist echt eine der Änderungen, wo ich wieder sagen kann, danke Riot. Johnny approved. Johnny approved. Jetzt geht der da wieder hin. Der will jetzt dir. Bleib da, bleib da, bleib da. Bleib da, 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 da. Ja, dahinter. Werden die einen neuen wollen. So, jetzt habe ich es immer noch nicht mit. Hier ist kein Wort, ne? Nur hier. Mhm. Ja, ja. Aber jetzt musst du mit, jetzt musst du mit, jetzt musst du mit. Jace ist top. Muss immer gucken, ob der Enemy-Midliner quasi da ist. Einmal im Q, einmal im Auto-Tech. Das war gut. 2 von 3, mehr war nicht drin in der Szene. Was du gegen Morgana hast, ist quasi die deutlich höhere Auto-Tech-Range. Okay, also reden wir jetzt mal darüber, was hast du gesehen, von wo Morgana kam? Ich habe gesehen, dass sie von hier kam. Sie kam von Blue. Sie kam von Blue? Sie kam von Blue Buff aus. Das hast du gesehen? Ja, auf dem Minimap hast du das gesehen. Und was haben wir noch gesehen auf dem Minimap in der Zeit? Derzeit haben wir nur den Ward beim Blue bei unserem. Wir haben Jace Toplane gesehen, bevor tatsächlich ja, dein also Toplane das heißt, ist. Der Gegner Jungler ist auf der Blue Side gestartet. Hat auf der Blue Side gestartet. Was macht jeder Jungler auf der Elo? Ja, für Camps. Also, ich würde sagen. Was würdest du machen? Rein intuitiv. Weil Buff, Wölfe, Mitte. Also Buff. Buff, Wölfe und dann Red Buff. Ja, und dann Mitte. Wann ist das ungefähr? So 3:30. Ungefähr. Du kannst das einfach immer mit deinem Jungler vergleichen. Dein Jungler hat gerade Blue Buff, Grump, Wölfe gemacht und ist ungefähr jetzt fertig. Das heißt, in ungefähr 10 Sekunden kommt Jace von Topside. Wo stellst du dich dann hin? Hier unten. Natürlich auf die Botside. Richtig. Das heißt, du spielst die Lane jetzt von unten an, nennt man das. Du stehst genau in der Mitte der Lane. Warum stehst du in der Mitte der Lane? Weil ich das forcen wollte. Dass sie Alter, wenn das wirklich so war und du so... Ja, ja. Also ein bisschen schon tatsächlich, ja, aber jetzt 100%, also ich habe ein bisschen geschwindelt. Okay, was ist, wenn der Jungler dich verarscht hat? Dann kommt er direkt nach dem Wölfen. Dann kommt er von Botside. Das heißt, du kannst einfach unten einen Ward reinstellen und spielst die Lane von unten an und bist super safe. Dir kann quasi nichts passieren. Jetzt überleg, was willst du gegen Morgana machen? Was ist deine Win-Condition in dieser Lane? Level 6 All-In, wie in jeder verdammten Lane mit Annie. Was wir, bis dahin. Oh, wow, okay, das war ein Lag. Ziemlich gelaggt. Ja, ja, ja. Bis dahin musst du also quasi einfach nur safe gehen. Kannst du sie trainen? Kannst du. Sie ist jetzt, guck mal, du hast einen Turgard bei dir im Busch. Ping und angreifen, du hast einen Stun ready. Go. Go, go, go. Das Problem ist halt, sie hat das Spellsheet, das heißt, es muss ein bisschen mehr überraschend kommen. Mhm. Aber an sich kannst du diese Trades öfter forcieren, weil ihr Counterplay ist quasi QW. Was okay ist, aber solange du QW triffst, outtradest du sie immer. Mhm. Wann muss ich denn jetzt, also jetzt ist ja quasi die Zeit vorbei, wo der Jungler vom Red Buff kommen kann. Ja, das heißt im Normalfall hast du jetzt eine Information. Du weißt zum Beispiel, er hat sich noch nicht Topside bei der Krabbe gezeigt. Mhm. Und du weißt, es ist Master Yi. Master Yi nimmt gerne mal eine Power-Jungle-Route. Mit dem macht er dann zum Beispiel Blue Buff, Grump, Wölfe, Raptoren, Golems, Recoiled, Red Buff, um den Red Buff möglichst lange zu haben. Fairerweise sind die Jungler auf deiner Elo meistens retarded und deswegen ist es schwerer, sie zu tracken. Das klingt immer absurd, aber im Low Elo und Jungler zu tracken ist tatsächlich schwerer, weil sie halt einfach manchmal Dinge tun, wo man nicht erwarten wird. Im Moment hast du überhaupt keine Info. Das heißt, entweder dadurch, dass du jetzt kein Trinket up hast, bleibst du einfach in der Mitte der Lane und bist deswegen safe. Mhm. Oder du sagst halt, okay, ich gebe mir gleich Vision auf einer Seite. Morgana slow pusht jetzt gerade übrigens, nicht absichtlich, aber die Wave wird jetzt zu dir kommen. Das heißt, du kannst jetzt entweder Morgana pingen und sagen, ey, die Wave steht kacke gegen sie.
weil jetzt die Mini-Wave ist quasi mehr in deiner Hälfte. Das heißt, sie hat jetzt Probleme, weil die Wave zu dir pusht. Und dein Jungler kann kommen. Dein Jungler counter-jungelt aber gerade. Du weißt jetzt zum Beispiel, Master Yi ist nicht Botside-Jungle. Das heißt, du stellst dich Botside. Weil dein Jungler ist auch Botside. Okay. In dem Moment, jede Info, wo Master Yi nicht ist, ist immer eine Info, wo er ist. Oh, das ist noch Programm. Den abgeben, auf Caster-Minion konzentrieren. Den einen vorhitten. Okay, alles gut. Und wieder mit dem Q. Das, ah, schade. Aber ist okay, du hast ja noch genug Mana. Okay, Master Yi countergankt jetzt nicht Botlane. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass er in deinem Topside-Jungle ist. Das heißt, warum stehst du Topside? Stell dich Botside. Du bist gleich Level 6. Ah, du hättest den Stun nicht verbrauchen dürfen. Wenn du Level 6 hast, immer bleiben. Aber warten. Dein Jungler ist jetzt in der Base. Enemy-Jungler ist da. Das, auch wenn du jetzt Level 6 bist, ist es genau der falsche Moment, einen Go zu machen. Okay. Chain. Positioning hängt sehr, sehr viel von Jungler-Tracking ab, was wir in dieser Folge auch so ein bisschen mitmachen. Wir werden dem Ganzen wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge einfach widmen, wo wir ein bisschen mehr darüber reden. Aber hier ist es natürlich wichtig. Was merkst du, was die Morgana gerade macht? Die hat mich gerade ziemlich gepokt mit ihrem Scheiß. Sie will in die Base. Sie will in die Base. Ist das für dich gut? Ich glaube ja, weil ich dann noch in die Base kann. Es ist voll okay, weil dein Jungler da ist. Dein Jungler sieht jetzt Master Yi in deinem Topside-Jungle. Da musst du hin. Ping das. Und dann denk an die Knallpflanze. Denk an Flash Tibbers einfach. Ach, der Kid ist eigentlich safe. Okay. Oh, der war nicht safe. Das war gut. Der hatte noch Q-Up. Aber ich habe den Tibbers verkackt. Ja, aber das war, weil er gekühlt hat. Also da musst du ja keinen Vorwurf machen. Aber du siehst, wir wussten, Master Yi ist in deinem Topside-Jungle. Und Morgana hat dich reingepusht. Und wenn eine Morgana dich reinpusht, ist eine Option immer, dass sie Recon will. Oder die andere Option, dass sie den Jungler als erstes helfen möchte. Das heißt, in so einer Situation musst du immer ready sein, zu reagieren. Und das warst du ja auch. Also, ne, du warst da definitiv vor der gegnerischen Morgana. Achtung, Tibbers nicht in den Turret verrecken lassen. Benutze jetzt zum Hardpushen und geh dann Base. Weil jetzt hast du die Wave eh schon so ein bisschen reingepusht. Achtung, sie kann nicht All-In, weil du kein Tibbers hast. Ich weiß nicht, ob sie das weiß, aber in der Theorie hat eine Morgana ein sehr starkes Level 6. Einfach ein W in die Mini-Wave jetzt wieder. Oh ja, die wird dich All-In. Oh, das... Ai, du bist ja mutig. Recon. Die kann einfach kein Q treffen. Ah, ich glaube, du kannst sogar stayen. Ich habe 2000 Gold. Welches Item würdest du jetzt bauen wollen? Ich würde jetzt die Maske kaufen und Schuhe kaufen. Wie viel Mana hat sie? Nicht mal 100. Ja, was heißt das für dich? Ich töte sie gleich. Nein, das heißt, sie kann deinen Push nicht beantworten. Das heißt, wenn du jetzt gerecord wärst, hätte Morgana mit einem W die Minion Wave durchgepusht. Was du jetzt einfach machst, ist, du wartest einfach, bis sie den W macht. Jetzt hat sie den W gemacht. Das heißt, in der nächsten Minion Wave hat sie keinen Mana mehr. Das heißt, nach dieser Minion Wave pushst du die nächste Minion Wave hart rein und sie hat kein Counterplay, weil sie hat ja nichts mehr. Das heißt, du gehst jetzt ganz nach vorne, Master Yi ist auch Bot, und haust da sofort dein W rein. Siehst du, sie muss jetzt recoilen, weil sie hat kein Mana, um gegen zu pushen. Oder sie move Bot, das geht theoretisch auch, aber ja, Morgana ist Bot. Und jetzt pushst du halt einfach durch. Aber Morgana hat auch kein Mana, also auch der Roam wird dir nichts bringen. Du hast eh keinen Tibbers, das heißt, zu folgen ist jetzt dumm. Das heißt, du pushst durch und gehst Base. Ah, sie hat tatsächlich einen Kill bekommen, wie ärgerlich. Ehrlich. Ich würde jetzt das kaufen und Schuhe. Ja, ist eine sehr, sehr gute Kombo. Ist einer der stärksten Power Spikes, die es gibt. 2600 Gold Recoil ist immer ein bisschen tricky, weil du musst laufen. Worauf wartest du? Ach, du wolltest noch den E in der Base machen, um einen Stunt zu haben, oder was? Und das Mana wieder kriegen. Gewitzter Typ. Du meinst das jetzt schon die ganze Zeit immer. Also die letzten Tage, wenn ich Annie spiele. Okay, ja. Also ich dachte, mit vollem Mana auf die Lane gehen ist geiler als mit ein bisschen weniger. Ja, sobald man gerne auf der Lane bist, musst du ihre Items checken. Wenn du merkst, dass sie keiner im R gekauft hat, töte ich sie. Tötest du sie ab jetzt nur noch. Am coolsten wäre es quasi, wenn du jetzt, sobald sie auf der Lane ist, wieder einen Stun-Up hast. Das heißt, es ist sehr gut, dass du das jetzt so probierst. Was hat sie? Sie hat keiner im R. Das heißt, sobald sie das erstmal die Mini-Wave trifft, haust du einfach einen Tibbers ins Gesicht und sie muss recoilen. Oder du fängst jetzt an zu poken mit QW. Die Mini-Wave ist jetzt groß, gegen die du traden wirst. Aber du kannst sie queuen oder einfach wehen. Zack, weh. Sehr, sehr schön auch danach gedodged. Immer schön den E machen. Nice. Wenn das Black Shield weg ist und du den nächsten Stun hast, haust du sie einfach kaputt. Einfach chillen. Und jetzt, zack, Tibbers, Ignite. Da ist die Combo. Flashen muss sie. Ach, traumhaft. Das ist so simpel und so gut. Tibbers zurückholen. Oh, du bist ein Gott. Alter. Ah, hab ich gar nicht gedacht, dass er jetzt zurückfliegt. Nice Camp. So, und jetzt? Was machst du jetzt? Hart reinpushen. Sie ist low.
Das heißt, sie kann den Push wahrscheinlich nicht beantworten. Und wenn sie den Push beantwortet, ist es useless. Warum stehst du gerade so, wie du stehst? Weil ich kann nichts zu befürchten habe. Der Jungler ist tot. Exakt. Und ich kann jetzt hier einfach hart reinpushen und mich verpissen. Mir geht es tatsächlich einfach nur darum, dass du immer in regelmäßigen Abständen, quasi so, als würdest du dich selbst dran erinnern, fragst, okay, warum mache ich das, was ich gerade mache? Mhm. Weil auch du hättest auch schon auf der Lane recon können, aber es ist in dem Fall egal, weil die Wave so deep reingepusht ist. Item-Mid-mäßig kannst du jetzt, ja... Was ist eigentlich mit Rot? Ist jetzt zu spät. Okay. Ist prinzipiell ein Item-Bild, was du bauen kannst, dann bist du weniger One-Shots. Hol dir einfach ein Buch und dann ab auf die Lane. Immer schön an Pinkwort denken, bitte. Das kann man auf jeden Fall auch noch anfangen nebenher. Das Item-Bild, was du jetzt hast, ist das krasseste, um Squishies zu bürsten. Das Item-Bild ist das krasseste, um Squishies zu bürsten, weil du halt am meisten Magic Pen hast. Darüber hatten wir ja schon mal geredet. Rod of Ages ist quasi, du hältst ein bisschen mehr aus. Das kann manchen Comps halt einfach besser sein. Scaled aber halt auch, ne? Also du hast nicht diesen Instant Power Spike. Du kannst jetzt auch pingen, dass Morgana kein Flash hat. Dann deine Ult ping. Und dann gleich einfach sowas schreiben wie Free Kill with Ult. Oh. Das kann mal passieren. Achtung, du weißt, der Jungler ist Topside. Du willst ihn mit dem Q-Last hitten, das ist okay. Okay. Ping jetzt mal Hilfe auf die Lane, weil deine Ult ist ab. Der Jungler. Achtung! Oh, das war eine nette Reaktion für dich. Ja. Aber ich habe noch Flash. Das ja, das Problem war halt, du hattest halt keinen Stun-Up in dem Moment. Hättest auch mit W keinen Stun gehabt. Also es ist nicht so wild. In der Szene war es... Aber ich hätte mit W hätte ich ihn getötet, glaube ich. Ja, hättest du. Ja. Deswegen bin ich gerade ein bisschen traurig. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. In der Szene war es vollkommen unnötig, dass die Situation entsteht. Weil du weißt, Master Yi ist top. Und in dem Moment ist für dich klar, du stellst dich Botside. Mhm. Oder du stellst dann Pinkwort Topside und spielst darum. Aber es geht nie, dass du auf einer Seite weißt, wo der Jungler ist und da stehst, obwohl du keine Vision hast. Mhm. Das passiert ja einfach nicht mehr. Aber weiß ich denn jetzt... Also, woher weiß ich denn jetzt, wo der Jungler ist? Ich meine. Jetzt wusstest du es ja, aber du wusstest eben, wir haben ihn auf der Top-Lane gesehen. Okay. Es hatte ich im Endeffekt ja sogar der Jace gegangen. Botlane, du kannst da hinmoven. Ah, die ist definitiv tot, aber vielleicht kriegst du was. Na, ja, sieht nicht so aus. Achtung, du wirst gesehen, du musst weiter weg vom Busch. Oh, du könntest da sterben. Stun, Brocken. Oh mein Gott, du hast ja auch noch den Drake gepullt. Du hast noch Flash, du musst direkt flashen. Alter, der slowt so hart. Aber du slowst jetzt sie. Nein, das ist der falsche Weg! Ja, da hätte ich glaube ich nicht überlebt. Ja. Ich dachte, sie kriegt nochmal ein Q. Ja, am Anfang magst du auf Morgana den W, das heißt der. Nee, du magst den. Doch, du magst den W. Das heißt, der hat einen relativ hohen Cooler, aber das ist halt das Problem, wenn du. Ich habe dich so ein bisschen gebadet, weil du bist quasi in den River gelaufen, ohne Tibbers, und dann bist du halt immer angreifbar. Ne? Mhm. Im Endeffekt ist das. Es ist quasi nicht die Folge von irgendwas, was du vorher gemacht hast. Vorher war alles fein, dass du einen Drake gepullt hast, war halt ziemlich unlucky. Sonst hab ich einen Auto-Attack oder was? Ja, du hast einen Auto-Attack, weil du quasi, keine Ahnung, ich weiß nicht, du hast irgendwie drauf gedrückt, glaube ich. Passiert! Ja. So, ja, die Phase cutte ich jetzt eh raus. So, die Laning-Phase ist jetzt vorbei. Und jetzt würde ich nur noch ein paar coole Aktionen reincutten, wie du die Leute one-shottest. So, die Laning-Phase ist jetzt vorbei, also das Ganze, wie positioniere ich mich, ist so ein Stück weit over. Allerdings ist es halt trotzdem jetzt immer noch wichtig, Annie einfach Annie sein zu lassen und das ist ungefähr das hier. Ja, ich habe keinen Flashen so gehabt. Hättest du denn jetzt den Flash stunnen können? Ich glaube schon. Komm, töte ihn einfach, Tibbers. Zack. Und jetzt dein Schild an. Hol den Tibbers rüber. Ignite. Ich hab keinen Ignite. Das hab ich schon. Aber macht der Tibbers eigentlich nichts? Ist der nicht so im Beast-Mode, wenn du Artikel gegriffen hast? Hm. Ja, war ärgerlich, ne? Du musst ein bisschen auf den Tibbers achten, quasi. Der hat da den Turm attackiert. Und wenn er bei dir ist, dann geht er halt gut ab, ne? Ja. Aber warum ist Tibbers nicht in Rage-Mode gegangen, wenn du gestorben bist? Als du gestorben bist. Wahrscheinlich, weil Master Yi gecued hat und er dann die Akro verliert, oder? Alter, man hatte ich ja versucht. Was ist mit dem Gold hier? Nichts. Ich
warte jetzt auf den Mega Rod. Ja. Du könntest natürlich jetzt auch Leandris ausbauen, aber ist halt weak. Ah, ja. Läuft nicht so geil, ne? Geht eigentlich. Hm. Ja, Master Yi ist halt dick, so im Endeffekt bist du gut gegen einen Master Yi. Aber. Ich bräuchte ein bisschen mehr Life. Und Sonne erst, glaube ich. Ah. Ich glaube, wenn der an dir ran ist, bist du so oder so tot. Also es geht halt wirklich darum, den zu one-shotten. Also Luens muss auf jeden Fall finishen. Das zackt so hart, oder? Mhm. Das zackt Balls. Ja, 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 ja. Okay, also du hast quasi deinen Stun ja in Blacksheet gehauen, aber du hast damit auch das Blacksheet gebrochen und deswegen konnte Bart dann Stun oder Slowen. Also er kann das Blacksheet halt nicht brechen, das heißt, wenn er mit seinem CC zuerst geht, werden zwei CCs unterbrochen, wenn du mit deinem CC zuerst geht, wirst du deine wird nur deiner unterbrochen. Stack mal einen Stun. Ich glaube, du kannst ihn immer einfach holen in den Slash. Der baut irgendwie Kacke. Ah, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Warte, jetzt mit dem Tippers für Master Yi. Geh safe, erst wenn er Q raus hat, ulten. Mhm. Oder halt, wenn dein Kumpel kurz davor ist zu sterben. Du arbeitest viel mit dieser Kamera zu trieren, ne? Mhm. Ich wollte das mir auch mal angewöhnen. Das sieht echt in vielen Situationen hilfreich aus. Ja. Ich glaube, ihr habt nicht genug Damage. Geht er jetzt trotzdem hin? Da willst du Sieber, ne? Ja, ja. Sieber muss zu dir laufen. Warte mit denen, warte bis zum Q, jo. Ist natürlich kacke für Sieber, aber es ist tatsächlich richtig. Ich glaube mit. Keine Ahnung, es ist halt übel Luck für ihn, wenn er es schafft. Wo ist eigentlich der Tippers? Hinterher, glaube ich. Wo ist dein Tippers? Oh Gott, oh Gott. Dieser! Blue Trinket nach rechts. Ah ne, du hast kein Blue Trinket mehr. Wenn du so recallst, immer in den Busch einfach dein Pickwort stellen. Safe Recall, Alter. Pickwort und zwei Halbpots. Das ist so dein Standardding. Brauche ich echt noch die Halbpots so? Auch im Late? Ja, ich nehme immer Halbpots mit. Also es sei denn, ich habe noch einen Platz frei, dann halt Pickwords. Was kaufe ich als nächstes? Du kannst jetzt von mir aus Sonias gehen. Baue ich nicht das Leandris aus? Nee. Leandris auszubauen nutze ich nur, wenn die Gegner tanky sind. Aber wenn du dir hier die Gegner anguckst, also Leandris hält ja mit Enemy Health, baut keiner von denen ein Lebensitem, außer Jace, später Black Cleaver. Drück nochmal tapfert länger, damit das auch die Leute sehen können. Okay, du hast so gerne mit Rod of Ages, so, aber. Also, das zählt jetzt wirklich nicht als. Tankiness. Als Tank. Du hast keinen Tibbers, also solltest du nicht alleine in Jungle sein. Du könntest den Pinkwort aber mal clearen. Warum sehe ich den denn? Weil jemand eine Vision-Pflanze ausgelöst hat. Guck mal an, du bist echt schlau. Alter. 30 Sekunden kann ich wieder jemanden töten. Ja. Klick mal bitte, drück mal bitte Tab, ich will wissen, was der Flash da baut. Ja. Kann ich nicht ernst nehmen. Kann ich nicht ernst nehmen. Nee, ist tatsächlich relativ standard, glaube ich. Ich glaube, man geht zurzeit nicht mehr Relic. Weil Coin so OP ist. So, wie stehst du jetzt? Ich weiß, das ist wieder selbe Prinzip. Ja. So. Aber das Problem ist, du weißt es in meinem ersten Moment, aber wenn du auf Minions zuläufst, nimmst du immer die direkte Linie. Du kannst auch eine Kurve laufen. Das ist nicht verboten. Ach so. Ja. Also hier auch rumlaufen. Ja, ja. Also so manchmal ist das halt. Jetzt nutzt dein Pinkwort und stell dich ganz da an die Kante, da wo dein Pink steht. Behalte dein Stun ab. Was ich jetzt greede nicht für eine fucking Krabbe. Blue Trinket in den Busch vor dir. Okay. Und jetzt Richtung Kate. Jetzt Richtung Kate. Sei ready, dass du deinen Slash triffst. Also über dir quasi. Da! Den meine ich. Ah, shit! Wieso ist mein Tippers nicht rausgegangen? Ah, ich glaube, du, wie heißt das? Boosted es. Nee, aber das Problem habe ich tatsächlich öfter, dass ich die Range offensichtlich noch nicht. Nee, ich glaube. Macht das Sinn, das von Smartcast runterzunehmen? Nee, überhaupt nicht. Okay, nicht rot. Achso, wie Master Yi habe ich vergessen. Ja, also quasi. Oh, ist tot. Ja, ja, also ist nicht schlimm. Was macht eigentlich der Tippers denken? Hier? Muss ich ihn immer selber mitnehmen? Kann ja, ja, immer. Eigene musst, Entscheidung treffen? Nee, nee, der ist noch nicht vorjährig. Also Annie ist ja schon jung, aber der ist halt quasi, der ist minus 2. Vom Alter her. Vom Alter her.
Ja, nein. Ich dachte, das reicht für Q-Range. Q, Q, Q in, ja. Yeah. Alter, der ist komplett am reinfliegen. Annie ist so ein kranker Champion, ne? Ich meine, du machst ja jetzt nicht das krasseste Game deines Lebens, ne? Aber die haben ja überhaupt keine Chance. Ich meine, das ist doch lächerlich. Das ist echt lächerlich. Ich becher mich weg. Stack mal einen Stun, ne? Du musst immer das Schild einfach mal ab und so ein bisschen sinnlos wasten, um halt wieder einen Stun abzuhaben. Wenn du musst noch ein bisschen daran arbeiten, den Tibbers zu kontrollieren. Einfach immer, wenn du ihn gespawnt hast, danach instant einfach auf einen Gegner alt rechtsklick. Weil dann läuft er den einfach hinterher, solange du Vision hast. Geil, und du musst dich darum nicht kümmern. Ja, okay. Was du auch immer machen kannst, ist da ein Pink Ward, wo der normale Ward steht. Und dann quasi trappen für jemanden. Ja, mach das. Geh für Giphy. Aber du musst den igniten. Hier war es richtig, quasi nicht darauf zu warten, dass er den Q macht, weil es halt dieser Überraschungsmoment ist und die CC-Chain. Mhm. Das heißt, das war gut. Ich dachte sowieso mit dem Knock-Up und so. Ja, eben. War alles richtig. Du hast den CS bekommen. Ich weiß noch nicht wie. Hast du eine Ahnung? Welchen? Du hast den Last-Hit bekommen. Warum rekordst du jetzt? War Brain AFK. Okay. Also du hast Top-Lane einen Push gerade um den Inhib, wo du fehlst, weil du noch gegreedet bist für den Master Yi. Ihr verliert jetzt Tempo, aber du kannst trotzdem, also du siehst da drinnen mehr der Cheater-Kanal auf dem Minimap. Na, ist super dumm. So, der sollte da niemals, du hast ihn wahrscheinlich mit Loons bekommen, ich bin ein Retard. Der sollte niemals mehr sein. Jetzt hast du keine Pressure mehr auf der Map, das heißt, du musst nach diesen Minions weg. Oh, nevermind, jetzt hast du da Bart und so wieder, keine Ahnung, was die da machen. Die wollen scheinbar unbedingt noch den Turret. Das heißt, du kannst das Ganze jetzt mitmachen und gehst danach im Busch. Base. GG, schreiben sie schon. So, was hast du jetzt vorzubauen? Damage. Gucken wir nochmal Tab. Drücken wir nochmal Tab. Wer von denen ist fett? Master Yi. Sonyas. Der Rest ist useless. Die haben Triple AD, geh Sonyas. Jetzt müssen die mal weg. Ja, jetzt müssen die weg. Also bei aller Liebe. Kekse sind was Feines, aber nicht, wenn sie abgestanden sind. Ja, guck mal, die machen Baron. Was für ein Random Nash, Alter. Ja, aber das Ganze in der Elo immer machen. Immer. Das funktioniert auch safe in vielen Fällen. Ja, ihr habt halt zwei Nips down, so der ist halt schon safe, aber ihr habt halt. Hier ist ein habt zwei Wards auf der Map so gefühlt. Oh mein Gott. Hätten bei 200 Rennen gefressen. Okay, Stun stacken. Oh, ja. Der war weg. Und du hast immer noch Tibbers. Ich freue mich auf den Tibbers-Kill. Alter, du stehst einfach 6-2. Ja, in einer 2-2 Lane. Wenn ich mit Annie die Lane nicht stompe, habe ich immer das Gefühl, ich bin useless. Ja, aber du spielst ja auch nicht in Gold, oder? Ja, das stimmt. Aber Annie ist halt einfach so strong. Ich würde ja gerne was töten. Ja, du kannst auch noch was töten, keine Sorge. Da kommt noch was. Ruhig bleiben. Was sag ich denn? Kann ich ruhig bleiben. Was macht Tibbers denn da in der Foundation? Genau. Macht er da einen Ausflug? Ist da irgendwie ein Pfadfinder-Treff? Egal. Schön gespielt. Ja, ich krieg das mit Tibbers noch nicht hin. Ja, aber das ist kein Problem. Das sind noch Advanced Mechanics. Ja, Tibbers steuern ist damit auf unserer To-Do-Liste. Das mit dem Positioning, war das für dich auch im Game quasi verständlich, warum du da stehen sollst? Oder glaubst du, dass du darauf jetzt mehr achten würdest, weil es Vorteile hat? Oder ist also sowas? Definitiv werde ich jetzt auf jeden Fall versuchen, mal darauf zu achten. Gerade im Early Game ist es, glaube ich, immer sehr, sehr schwierig. Ja. Wenn man da mal einen Kill abgibt, dann snowboard das halt, glaube ich, immer ziemlich. Ja. Dementsprechend würde ich da auf jeden Fall jetzt auch versuchen, besser darauf zu achten. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer. Ja. Gerade so ein bisschen zu überlegen, wo ist der gegnerische Jungler gerade und wie kann ich mich am besten stellen, sodass ich am wenigsten gegankt werden kann. So. Ja. Und außerdem, grundsätzlich auch, das mit der Wave, also das hat mir auch irgendwie schon geholfen, also auch nach dem letzten Video, dass ich halt weiß, ich kann die Wave so preparen, dass sie zu mir pusht, wenn ich weiß, mein Jungler ist in der Nähe, ja. Sodass der auch mal ganken kann. Wobei Joker jetzt in dem Game nicht wirklich einmal gegankt hat. Ja, ganz am Anfang einmal, aber da war halt ungezweifelt und noch nicht Level 6 war, sonst wäre mehr gegangen. Ich glaube auch, dass es vielen helfen kann und dieses Jungle-Tracken ist gar nicht so schwer. Weil S-Minus. Oh, unlucky no! Life. Aber ja. Ich gucke nochmal mit Schaden. Ich bin ja auch so ein Schadens. Ja, ich auch. Ich gucke da auch immer rein. Boom. Na, ist okay. Bade, was? Alter, Bade ist einfach. Was hat er gebaut? Der war. Support. What the fuck?
Ja gut, daran arbeiten wir noch, aber herzlichen Glückwunsch, Bart. Das war Faker, sonst wäre es natürlich anders gewesen. Schreibt uns weiter in die Kommentare, was für Team ihr wollt, weil das war jetzt ein Thema, was mir noch sehr am Herzen lag. Ansonsten findet ihr die volle Folge oder das komplette Gameplay findet ihr auf meinem Zweitkanal, also das komplette Game. Ansonsten schaut beim Kokettenkanal vorbei und abonniert den Jungen. Ich sage tschüss und bis bald.